Die Region Mittelrhein ist weltweit bekannt für ihre vielen Schlösser und Burgen, für geschichtsträchtige Bauwerke wie die Festung Ehrenbreitstein. Es sind Schmuckstücke, die aber auch einiger Pflege bedürfen. Handwerker bringen sie mit ihrer Arbeit auf Hochglanz. Wir haben ihnen dabei über die Schulter geschaut und entführen sie in unbekannte Räume, Gänge und auf die Dächer der Festung Ehrenbreitstein und zu den Handwerkern von Schloss Stolzenfels. Ab 1817, also vor fast 200 Jahren, wurde die Order zur Neubefestigung der Festung Ehrenbreitstein umgesetzt. Es entstand eine der größten europäischen Festungsbauten. Massiv und wehrhaft, aber niemals angegriffen. So überdauerte Ehrenbreitstein die Jahrhunderte. Einzig der Zahn der Zeit nagte. Diese Spuren bearbeiten jetzt Handwerker mit ihren Waffen und rücken mit Spezialbaumaschinen an. Der Bauleiter zu dem, was aktuell anliegt. Überwiegend Teils sind es Fassadensanierungen und Mauerwerksfugen werden hier wieder aufgearbeitet. Begleitend dazu werden auch Naturwerksteinarbeiten ausgeführt. Die Natursteinanbänderung wird wieder instand gesetzt. Und auch ein Großteil der Arbeiten erfolgt hier auf der langen Linie, wo wir mal augenblicklich stehen. Das sind wohl die zwei einzigsten Treffer, die bekannt sind, die im Zweiten Weltkrieg die Festung getroffen haben. Die bauen wir jetzt zurück und dann wird das rekonstruiert. Bei der Rekonstruktion der von Bomben getroffenen Festungsteile soll alte und neue Bausubstanz für die Besucher sichtbar sein. Doch bevor das neue Mauerwerk entsteht, werden die Trümmer und etliche Kubikmeter Erde abgetragen. Auch in den historischen Gewölbebögen und Kasematten legen die Handwerker Hand an. Teilweise werden ganze Wände und Fußböden, die nach dem Krieg für Behelfsunterkünfte errichtet wurden, entfernt. Eine heikle Mission, denn die ursprüngliche Bausubstanz der Baujahre 1817 und folgende soll nicht beschädigt werden. Das gilt auch bei der Entfernung des Putzes aus der jüngeren Vergangenheit. Der Untergrund soll erhalten bleiben. Für das Bauunternehmen Franken aus Bendorf kein Problem, denn der Betrieb mit 53 Mitarbeitern ist auf Bauen im Bestand spezialisiert. Die Restaurierung und Sanierung alter Burgen und Schlösser zählt dazu, genauso wie der Respekt vor der Arbeit der handwerklichen Urahnen. Man denkt dran, man stellt sich ab und zu die Frage, wie die das körperlich bewältigt haben, diese Massen zu bewegen, mit den Mitteln, die zu der Zeit halt nur zur Verfügung standen. Wir gehen ja heute mit recht modernen Geräten an die Sachen dran. Und da fragt man sich schon, wie haben die das gemacht, wie alt sind die geworden. Ne? Und man kann immer bewundern, teilweise auch die handwerklichen Leistungen, die man hier sieht, wenn man mit offenem Auge mal durch die Festung läuft und sieht diese Bögen, die die gemacht haben, das schwere Mauerwerk, da sind Nischen drin, Kamine, Entwässerungssysteme, die so noch nicht genau bekannt waren, die hier freigelegt werden. Das ist schon eine tolle Sache, ja. Eine spannende Zeitreise durch historische Bautechniken und den Einsatz von Materialien vergangener Epochen. Auf den Wegen dieser Zeitreise sorgen die Handwerker von heute selbst auch für spannende Augenblicke. So, wenn plötzlich aus dem Nichts ein Bagger auftaucht und in luftiger Höhe über der Festung schwebt. Dieser Tage bietet ein Besuch auf Ehrenbreitstein weit mehr als nur den Weg durch historisches Mauerwerk. Das sieht auch Thomas Metz so. Der Generaldirektor der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz nutzt die nötigen Sanierungsarbeiten für ein Baustellenevent der besonderen Art. Wir werden immer gefragt hier oben, was ist denn euer Event dieses Jahr? Was ist der Event der Festung des Landesmuseums 2009? Und der Event ist die Baustelle. Baustelle insofern, dass hier umfangreiche Baumaßnahmen an verschiedenen Gebäudeteilen stattfinden. Es ist ein riesen logistisches Thema. Logistisch zum einen von der Bauabwicklung selbst, aber auch für die Handwerker, die hier arbeiten. Bauabwicklung ist die LBB, die Niederlassung hier in Koblenz. Das sind meine Kollegen von der Stabsstelle Bau. Das sind aber auch alle, die hier oben arbeiten. Wie geht man mit einer solchen Baustelle um? Und wie können wir trotzdem die Festung, was heißt trotzdem, wie können wir die Festung für Besucherinnen und Besucher möglichst offen halten? Und das zeigen, was hier geschieht. Und das wollen wir auch tun. Wir wollen Menschen hier oben willkommen heißen. Wir wollen ihnen auch zeigen, wie man mit einer solchen Festung umgeht. Es gibt Seminare gemeinsam mit der Handwerkskammer zum Tatort Altbau, wo wir bestimmte Themen angehen. Wie saniert man Gebäude? Wir wollen natürlich auch zeigen, was die Geschichte mit diesem Gebäude getan hat. Und so denken wir zurzeit darüber nach, wie können wir mit der Baustelle auch Vermittlung betreiben. Einige Kilometer rheinaufwärts am anderen Ufer liegt das Schloss Stolzenfels. Wie die Festung Ehrenbreitstein über die Landesgrenzen hinaus berühmt, sorgen auch hier momentan Handwerker für eine Renaissance des historischen Schlosses. Vom weltbekannten Architekten Karl Friedrich Schinkel entworfen und ab 1836 gebaut, wird das Schmuckstück durch Handwerker ganz verschiedener Gewerke wieder auf Hochglanz poliert.
Mit dabei ist Steinmetzen und Steinbildhauermeister Karl-Heinz Lemke aus Lahnstein. Auch sein Unternehmen ist auf die Restaurierung historischer Bausubstanzen spezialisiert. Schloss Stolzenfels ist also in besten Händen, auch wenn ein Teil der Arbeiten dort gar nicht der Restaurierung dient, sondern flüchtiger Bausubstanz. Hier werden Ersatzbänke für den Park gemacht, die mal vorhanden waren, aber dann irgendwann Beine gekriegt haben. Die werden dann wieder an historischer Stelle gesetzt. Gerade werden im Familienbetrieb die Sitzflächen der 300 Kilogramm schweren Bänke bearbeitet. Hier greift Mitarbeiter und Sohn Daniel Birtel zum Werkzeug, der sich momentan bei der Handwerkskammer Koblenz auf die Meisterprüfung vorbereitet. Für das handwerkliche Duo gehören Arbeiten an historischen Gebäuden zum Alltag. Auch am kurfürstlichen Schloss zu Koblenz, der Burg Namedy, dem Schloss Engers oder der Villa Balmoral in Bad Ems haben die Lahnsteiner ihre Spuren hinterlassen. Und auch für Schloss Stolzenfels sind es nicht nur die Bänke, sondern auch ein Brunnen und eine Grotte im Schlossgarten, die neu in historischer Umgebung entstehen. Viel zu tun also für unsere Handwerker, die mit ihrer Arbeit und ihrem Fachwissen dafür sorgen, dass die Burgen und Schlösser im Weltkulturerbe Mittelrhein auch in Zukunft in voller Pracht erstrahlen. Um die Zukunft und um Perspektiven für Handwerker geht es auch bei einem Neubau der Handwerkskammer Koblenz, den Hauptgeschäftsführer Alexander Baden so beschreibt. Die Handwerkskammer Koblenz wird in wenigen Wochen mit dem Neubau eines Zentrums für Ernährung und Gesundheit beginnen, nachdem wir das alte Berufsbildungszentrum abgerissen haben. Der Neubau wird uns etwa 19 Millionen Euro kosten und wird anschließend den jungen Menschen ermöglichen, eine hervorragende Ausbildung im Kompetenzzentrum zu erlernen, der ihnen die Möglichkeit gibt, Berufe des Nahrungsmittelhandwerks und der Gesundheit auszuüben. Und so wird das neue Zentrum für Ernährung und Gesundheit der Handwerkskammer Koblenz aussehen. Ein Bauwerk im Herzen der Stadt Koblenz, das jetzt den Koblenzer Stadtrat und Medienvertretern vorgestellt wurde. Unter einem Dach bietet die HWK hier umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für die Nahrungsmittel- und Gesundheitshandwerke, bis hin in den Bereich Wellness. Um die Verbindung von Aus- und Weiterbildung und unser heutiges Schwerpunktthema Handwerker restaurieren Schlösser und Burgen geht es auch beim aktuellen Tipp. Im Zentrum für Restaurierung und Denkmalpflege der Handwerkskammer Koblenz in Herstein gibt es Informationen und das passende Weiterbildungsangebot für Handwerker rund um das Thema fachgerechtes Restaurieren und Altbau sanieren. Zum Beispiel beim Weiterbildungsgang Restaurator im Handwerk. Informationen dazu finden Sie im Internet unter hwk-koblenz.de oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz.